Ich grüße euch. So, weiter geht's. Energetische Befreiung und Schutz von und vor Strahlung aller Art, zum Beispiel E-Smog, Röntgen, kosmische Strahlung, Skalarwellen und Mikrowellenstrahlung. Annette hier. So, wollen wir mal gucken. Super, ihr seid schön grün und leuchtet, als wenn ihr ein Kryptonitstein wärt. Das ist super. Zuerst mal mache ich um euch eine Kugel, weil sonst ist es, ihr wisst ja, unten sauber machen und oben wird wieder neu draufgeschmissen auf uns alle. So, Kugel steht und jetzt verfummel ich an euch rum und mach mal dieses ganze Strahlungsgedöns, egal was es ist, aus eurem Feld raus. Dadurch, dass dann keinerlei Nährung mehr kriegt von seiner Mutter, geht es ganz schnell. Ihr werdet jetzt schon in den weißen Heilnebel gelegt, was auch wichtig ist, denn eure Körper haben unglaublich, eure Energiekörper, ihr wisst, haben einen unglaublichen Schaden durch diese ganzen Strahlen mitgenommen. Die Wunden, die dort zu finden sind, werden jetzt gefüllt mit meinem Mörtel. Euer ganzer Aura wird jetzt bereinigt. Diese Kugel von eben wird erlöst und es kommt eine neue Schutzsphäre um euch herum. Immer wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht eine neue Sphäre, guckt euch dieses Video an. Es geht ja schnell, wie ihr seht. Alles, was wodurch auf eure DNA und DNS-Stränge Eingriffe geschehen sind auf Grundlage der Strahlen, um irgendwas zum Entarten zu bringen. Das wird gelöscht in euren ganzen Körperfeld und durch euren göttlichen Bauplan eure Urmatrix wieder ersetzt. Ganz neblig jetzt im Kopf drinne. Klar, Gehirn wurde sehr stark manipuliert. Und das wird jetzt in so eine Art Heilschlaf gesetzt, 14 Tage lang. Kann sein, dass ihr euch dann ein bisschen plemp fühlt, 14 Tage lang und nicht ganz wisst, wo vorne und hinten ist, da müsst ihr durch. Viel trinken, mein geliebtes Maigrün. Jetzt kühlt das ganze System runter durch diese permanente Strahlung. Ihr wisst, Strahlung, Erhitzung, rot-pinker Bereich, weil Mikrowelle wird ja was erhitzt und das machen sie bei uns permanent. Und diese rote wird jetzt auf neutral gesetzt durch die Heilenergie, die eingeschwungen wird. Und das ganze System fährt runter. Kennen viele auch unter diesem Synonym innere Unruhe, das vielleicht das Herz rast oder sonst irgendwas. Und all das wird jetzt runtergefahren. Kann sein, dass ihr jetzt müde werdet und eure Füßchen hochlegen müsst, um euch lang zu machen. Dann tut das. Euer Körper weiß, was er braucht. Und das ist Ruhe und Schlaf, um dann in die Heilphase zu gehen, von sich aus hin zur Lehne. Jetzt wird da weiß gemacht, eure
Schutzsphäre wird noch richtig dick gemacht. Die hatten also Wanddurchmesser von 1 Meter circa. Und das Schöne ist, das wird ja außen immer verbrannt durch die Wellen bleiben ja da. Aber innen müsst ihr euch vorstellen, wächst das dann immer wieder nach, von innen die Schutzsphäre. Das ist gut, wa? Ihr seid da oben angebunden. Erdenstern, Stabilität. Es ist sowas von, in Anführungsstrichen, gefährlich für den Organismus, diese ganzen Strahlen, ehrlich. Und jetzt ist eine richtig schöne Schutzhülle um ihn drum. Ha. Ich danke euch mal, das war mal kurz und knackig. Aber nicht weniger wichtig. So, denn knuddel ich euch, wuddel ich euch, segne ich euch. Hab euch immer noch lieb, stellt euch mal vor. Nein, sowas aber auch gibt's gar nicht, gell? Ich freue mich über ein Like, jedes weitere Abo, einen Kommentar und wenn ihr dieses Video teilt. Fühlt euch, wie immer ihr euch fühlen so wollt, aus den Augen eines Gottes, der ihr seid. Macht's gut.